Also erstens, als ich mit dem Mars angefangen habe, der interessiert mich eigentlich schon seit der Jugend, kann man sagen. Ich war immer dabei, wenn die neuesten Marssonden dann irgendwie angekommen sind, angefangen mit Viking. Das fand ich ganz toll. Das war ja 1976, glaube ich, Genau, ja. das ist schon sehr lange her. Und dann die späteren Sonden und das hat mich immer sehr beschäftigt. Und dann ging das ja irgendwann los, das ist auch schon lange her, mit dem Marsgesicht. Ja, wo er Richard Hoagland ein Buch geschrieben hatte und eine Felsformation gefunden hat, der hatte Orbiter fotografiert gehabt, das halt aussah wie ein menschliches Gesicht. Ja. Und da gab es dann andere Bücher drüber, aber es war auch nicht nur dieses Gesicht, es war in dieser Region, der Sidonia-Region, auch andere Objekte, die wie Pyramiden aussahen. Und da bin ich erstmalig hellhörig geworden. Die NASA hat natürlich behauptet, das ist alles natürlich entstanden, natürliche Felsformation. Eine zufällige Licht- und Genau. Schattenreflexion, so. Ja. Wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf. Ich war mal eine Zeit lang der Ansicht, dass Curiosity auf der Erde steht. Das bin ich aber nicht mehr. Ja. Einfach weil. Was meinst du mit, dass auf der Erde steht, Ja, dass man dass die. sozusagen die auf die Erde gestellt hat und so tut, als wäre sie auf dem Mars. Ja. Aber mittlerweile hat sie so viele Artefakte gefunden. So viel steht nicht mal in der Wüste von Utah oder Arizona rum. Ja, deswegen, das passt nicht mehr. Ja. Aber das war dann wirklich der Durchbruch, was die Bilder von Artefakten betrifft. Also, Es ja. gibt doch einen Film, der dieses Marsgesicht auch aufgreift. Der ist schon etwas älter. Ich weiß jetzt nicht mehr den Titel. Der Gary Sinise spielt damit. Und da geht es auch darum, dass eine Gruppe von Raumfahrern zum Mars hochfliegt, zu einer älteren Mission, die da der Kontakt abgebrochen ist. Und die entdecken dann einen Überlebenden. Und es geht irgendwie von dem Marsgesicht ein Signal aus. Oder bei der Erkundung von diesem Marsgesicht hat sich da etwas entwickelt. Und der Schluss von dem Film ist dann, dass da ein Außerirdischer quasi von dem Marsgesicht ausfliegt, wegfliegt zu dem Rest seines Sternenvolkes, mehr oder weniger. Also Hollywood hat das Thema schon mal aufgegriffen. Mehrfach, Ja, mehrfach. Ja. mehrfach, ja. Ja, also es gab damals zwei, es gab den und es gab einen, da ging es nicht gut aus, der war dann mehr Action beladen. Ja, aber das Thema wird häufig aufgegriffen und das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Ja. Der Film, den ich, kommen wir vielleicht noch drauf, wo wahrscheinlich sehr viel Wahrheit drinsteckt, ist Total Recall. Arnold Schwarzenegger, Genau. 1990, Anfang der Ja, 90er, es ja. gibt ein Remake von vor ein paar Jahren, aber Ja, ich finde schlecht das erste gemacht. eigentlich deutlich besser, genau so ist es.